Willkommen bei Care in Action, dem Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstorff-Hager. Herzlich willkommen beim Care in Action Podcast von Care Österreich. Ich freue mich immer über meine Gäste, aber heute habe ich wirklich einen sehr speziellen Gast, den Journalisten und Autor Hasnaim Kasim. Herzlich willkommen. Guten Tag, hallo. Und wie immer werde ich ihn jetzt kurz vorstellen. Hasnaim Kasim ist in Oldenburg geboren und Sohn indisch-pakistanischer Einwanderer. Er ist in Deutschland aufgewachsen und in Pakistan. Er hat Politikwissenschaften studiert und eine Laufbahn als Marineoffizier eingeschlagen. Der mehrfach ausgezeichnete Journalist erhielt unter anderem den CNN Journalist Award, schrieb für das dpa Südasienbüro in Delhi und von 2004 bis 2019 für den Spiegel und Spiegel Online. Die meiste Zeit davon als Auslandskorrespondent in Islamabad, Istanbul und Wien. Er lebt als freier Autor nach wie vor in Wien und hat mehrere Bücher veröffentlicht, wie zum Beispiel Grünkohl und Curry, Plötzlich Pakistan und Krisenstadt Türkei. Seine Trilogie Post von Karl Heinz, Auf Sie mit Gebrüll und Mein Kalifat wurde ebenfalls gleich nach ihrem Erscheinen zu Bestsellern. Heute ist er hier bei uns im Care in Action Podcast zu Gast und ich freue mich wirklich auf das Gespräch und auch ganz besonders nach der Lektüre der aktuellen Trilogie. Ich habe von der anderen Seite her begonnen. Ich habe zuerst das Kalifat gelesen und dann weiter. Starten wir doch gleich mit dem Kalifat, Ihrem geheimen Tagebuch, wie Sie das Abendland islamisierten und die Deutschen, und ich füge jetzt auch hinzu, auch die Österreicher, zu besseren Menschen machten. Meine Frage gleich am Anfang, ist es leichter, diese doch wirklich schwierigen Themen, die in diesem Buch behandelt werden, unter so einem humoristischen Blickwinkel zu betrachten? Oder wie sind Sie drauf gekommen? Ich weiß gar nicht, ob das leichter ist. Es ist einfach nur meine Form. Also es ist die Form, die mir Spaß und Freude macht. Ich weiß, dass ich provoziere. Ja? Also ich weiß, dass ich Leuten auf die Nerven gehe. Allein schon der Titel Mein Kalifat. Das ist natürlich ein Titel, der erinnert an ein anderes Buch, das so ähnlich hieß, mit Mein und auch mit K.A. am Anfang. Und das übrigens sehr erfolgreich war, das erfolgreichste Buch in der Geschichte Deutschlands, was die Auflagenzahl angeht. Da dachte ich, ich knüpfe einfach an diesen Erfolg an. Und das ist natürlich böse, das soll provozieren. Auf der anderen Seite habe ich ja einen, wie soll ich sagen, sympathisierenden Blick mit Deutschland, mit Österreich. Ich lebe gerne hier, ich bin Deutscher, ich mag diese Gesellschaft, ich mag die Menschen. Und ich finde, man muss auch ertragen, dass man sich dann lustig macht manchmal, dass man sich so ärgert und dass man auch scharf kritisiert. Ich bin auf dieses Buch gekommen oder auf dieses Thema, weil ich gesehen habe, in Dresden gibt es die sogenannten Patrioten gegen die Islamisierung des Abendlandes, Pegida. So, ich habe jetzt, Sie erwähnten das eingangs in meiner Biografie, viele Jahre aus islamischen Ländern berichtet. Ich habe als Reporter aus nahezu allen Ländern, die islamische Mehrheit haben in der Bevölkerung, berichtet, war dort als Reporter. Und ich kann aus eigener Anschauung sagen, ja, wir haben in der Welt ein Problem mit Islamisierung, sprich mit Radikalisierung. Ja? Ich habe das in Pakistan erlebt über die vergangenen Jahrzehnte, dass das immer konservativer, radikaler wurde, dass auch mit Religion Politik gemacht wurde. Ich habe das in der Türkei erlebt, Erdogan macht das. Der benutzt Religion als politisches Instrument. Und wir erleben ganz aktuell im Moment in Afghanistan, wie eine radikale, nein, extremistische Gruppe sich an die Spitze der Macht katapultiert hat und dort Religion nutzt als Machtinstrument. Aber wo wir keine Islamisierung haben, ist in Sachsen. Und in Thüringen. So, und dann protestieren die aber ausgerechnet da auf eine Art und Weise, die dann auch noch, das muss man leider so sagen, dümmlich ist, dass ich gesagt habe, okay, dass sie dann nicht wenigstens wie Trottel dastehen und gegen etwas protestieren, was es gar nicht gibt, gebe ich ihnen Islamisierung. Ich, Hasnaim Kasim, rufe das Kalifat in Dresden aus, vor der Semperoper. Ich fordere das Kalifat und fordere die Islamisierung des Abendlandes. Und dann haben die wenigstens irgendetwas, wogegen die demonstrieren können. Und das biete ich ihnen jetzt. Also ich muss gestehen, die ersten Seiten Ihres Buches habe ich mir gedacht, na, zack, das ist alles andere als political correct. Also ich war wirklich ein bisschen erstaunt, auch der Titel. Also das würde ich mich nicht trauen, sowas zu schreiben, ganz ehrlich.
Und so ab Seite 15 oder so, ich gestehe, habe ich das nicht mehr weglegen können. Ich habe auch ein paar Mal wirklich schallend gelacht. Und man merkt, dass sie die Regionen, über die sie schreiben und in der sie auch leben, total gern haben. Sonst könnten sie nämlich gar nicht so drüber schreiben. Und ihre persönlichen Aha-Momente, also auch die Bestrafungen. Und da muss man die Leute erziehen. Es hat schon ein sehr erzieherisches Element. Das, finde ich, zieht sich durch die ganze Trilogie. Das heißt für mich irgendwie, sie haben es noch nicht aufgegeben, weil es gibt ja doch viele Menschen auch in unseren Arbeitsumfeldern. Ich leite die größte internationale Organisation in Österreich. Sie sind ein international tätiger Journalist. Manchmal denkt man sich ja auch, okay, ein Teil ist einfach nicht zu erreichen und der Teil wird möglicherweise größer. Ja, das ist mit Sicherheit so. Also ich kenne jetzt ja ganz konkret Ihre Arbeit nicht, aber ich kann mir das ja genau vorstellen. Ich kann mir genau vorstellen, Sie werfen da unser Geld raus, sinnlos zu irgendwelchen Leuten und verfüttern das sozusagen und das bringt doch alles nichts und die sollen doch mal endlich ordentlich arbeiten anstatt... Fördern noch diese Strömungen. Genau, sie fördern Faulheit und so. Es gibt auch hier arme Menschen. Gibt es, aber ich muss auch ehrlich sagen und da möchte ich mich auch bedanken bei allen, die uns zuhören, dass wir in Care Österreich sehr wenig damit konfrontiert sind. Also wir haben ab und zu, wir haben ab und zu Kommentare, da ist man nicht unserer Meinung. Klar. Ja, das gibt's ja. Das kann man ja auch sein und wie sie richtig schreiben, das muss man auch aushalten. Klar. Ja, so. Dann gibt's natürlich auch Kommentare, aber das ist Gott sei Dank nicht die Mehrheit. Das ist bei uns wirklich sehr, sehr wenig. Ja. Die wirklich unqualifiziert sind und eben rassistisch und unangenehm. Aber das kommt bei Care Österreich, und ich bin sehr stolz drauf und glücklich drüber, sehr, sehr selten vor. Das heißt für mich schon, dass die Menschen, die sich für unsere Arbeit interessieren und uns unterstützen, schon auch einen anderen Blick auf die Welt haben. Ja. Weil wenn man, ich habe das erste Buch quer gelesen, also es ist zum Teil, muss ich ehrlich sagen, auch als Leserin nicht erträglich, was ihnen geschrieben wird, da schäme ich mich. Ja. Also das will ich gar nicht Seite für Seite durchlesen, weil da schäme ich mich und denke mir, na bitte, in was für eine Gesellschaft lebe auch ich hier. Ja. Und wie halten Sie das aus? Das möchte ich Sie wirklich fragen, wie halten Sie das aus und wie sagen Sie trotzdem, Sie lieben Wien zum Beispiel, oder Sie haben ja auch München einbezogen, Sie haben ja so einen schönen Gürtel, München, Dresden, Wien, in Ihr Kalifat einbezogen. Wie hält man das aus? Also da kommt dann wieder Humor ins Spiel. Ich höre ja ganz oft, dass Leute sagen, Humor ist die beste Waffe. Ich glaube, dieser Satz stimmt nicht. Humor ist keine Waffe. Eine Waffe wäre es, wenn ich jemanden treffen würde, wenn ich jemanden verletzen würde. Ich will gar nicht jemanden verletzen, ich möchte schon zum Nachdenken bringen. Ja, ich gebe zu, manchmal bin ich natürlich auch wütend, wenn Leute mir irgendwie Morddrohungen schreiben und dann möchte ich denen auch gerne verbal eins mitgeben. Aber Humor ist für mich deswegen das Mittel der Wahl, weil es für mich all diese Wut, diesen Hass, der einem entgegenschlägt und auch Rassismus und Menschenverachtendes, erträglich macht. Er schrumpft auf ein Maß, dass ich kann drüber lachen oder ich versuche drüber zu lachen. Es gelingt mir nicht immer, aber manchmal dann doch. Und deswegen mache ich das halt mit Humor und nur so ertrage ich das. Ob das langfristig eine gute Strategie ist oder ob ich mich einfach zurückziehen sollte, vielleicht auch einfach nicht mehr darauf eingehen sollte, was einem da so entgegensteckt, vielleicht ist das die klügere Strategie langfristig. Ich weiß es nicht. Im Moment komme ich ganz gut klar damit. Ich merke keine Langzeitfolgen, also keine Schäden, dass ich jetzt so einen Hass ertrage. Ich glaube, das ist ganz viel. Und ich bin ja auch einverstanden damit, dass ich kritisiert werde. Als Journalist darf ich kritisiert werden, so wie Sie sagten, dass man das aushalten muss. Ein Stück weit muss man das aushalten. Man muss aber keine Morddrohung aushalten. Ja? Ich muss nicht aushalten, dass man mich in den Gasofen wünscht, mich an den nächsten Baum aufknüpfen möchte, mich aufschlitzen möchte. Das sind alles Worte, die ich bekomme. Die höre ich. Die schreiben mir Leute so und glauben, das wäre Kritik. Und da kommt dann wieder mein erzieherischer Aspekt hinein, wo ich sage, so reden wir nicht miteinander in einer zivilisierten Gesellschaft. Warum mag ich dieses Land oder diese beiden Länder? Österreich ist ja nun seit 5 Jahren mein Zuhause. Naja, weil ich eben sehe, es gibt ja auch wahnsinnig viel Gutes. Es gibt ja, ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen, war trotzdem pakistanischer Staatsbürger, weil in Deutschland ja das Blutrecht gilt. So, also wenn man muss deutsches Blut haben, um Deutscher werden zu können. Das hat sich mittlerweile verändert. Wenn man eine gewisse Anzahl an Jahren in Deutschland lebt, dann hat man einen Rechtsanspruch darauf, Deutscher zu werden. Das war zu meiner Zeit nicht so. Meine Eltern haben sehr lange kämpfen müssen für die deutsche Staatsbürgerschaft. Das beschreibe ich auch in meinem ersten Buch, Grünkohl und Curry. Und da
als ich das recherchiert habe und daran geschrieben habe, habe ich eben noch mal festgestellt, wie stark die Unterstützung aus der Dorfgemeinschaft war. Ich bin dann in einem Dorf in Norddeutschland groß geworden, Holland-Thienfleet, wo auch der Grünkohl herkommt. Genau, deswegen liebe ich auch Grünkohl. Und da gab es eine unglaubliche Unterstützung und eine unglaubliche Menschenfreundlichkeit. Und bis heute bin ich ja diesen Menschen verbunden. Und das ist immer noch meine Heimat auch, ja, das Norddeutschland und Holland-Thienfleet. Und ich mag das ja auch. Obwohl ich das Wetter in Wien besser finde. Und das ist so, dass ich denke, also es ist unfair oder es wäre unfair, ich würde diesen Menschen nicht gerecht werden und ich würde ihnen Unrecht tun, wenn ich sagen würde, das ist alles, Deutschland an sich ist ein Land, das ich nicht mag und ich würde es verlassen wollen, wegen dieser Hater. Und ich möchte nicht, dass die mein Bild von Deutschland oder auch mein Bild von Österreich bestimmen. Und deswegen sage ich nein, ich streite mich mit denen, ich bekämpfe sie mit Worten, aber ich lasse mir nicht nehmen, beide Länder, beide Heimaten sozusagen zu mögen. So, die Lust an einer gepflegten, kultivierten Streitkultur zieht sich ja eigentlich durch Ihr gesamtes zweites Buch, wo Sie ja praktisch Handlungsanleitungen geben, wie man streitet. Das gilt jetzt nicht nur für diese rassistischen, extremen Themen. Ja. Das gilt ja eigentlich für viele Themen und Auseinandersetzungen. Würden Sie als Journalist sagen, und doch als sicherlich total modern digitalisierter Mensch, dass die sozialen Medien da schon sehr viel ermöglichen an Anonymität, was also sagen wir mal vor 15, 20 Jahren so gar nicht möglich gewesen wäre? Und würde einem das auch so gesagt werden, face to face, was man über die sozialen Medien teilweise bekommt? Ja, also ich bin natürlich ein Fan der sozialen Medien, der Digitalisierung und bin jetzt auch kein großer Kritiker, der sagt, steigt da alle aus und macht das bloß nicht mit. Nein, soziale Medien haben zu einer wahnsinnigen Demokratisierung von Meinung und Meinungsäußerung geführt. Ja, man kann sich informieren, jeder kann sich informieren, jeder kann sich äußern. Ja, man kann selbst irgendwo in der Steiermark sitzen und etwas äußern und auf einer Bühne, die theoretisch für die ganze Welt sichtbar ist. Und wenn das gut ist, wenn das irgendwie Gewicht hat, dann ist das sichtbar für ihn. Man braucht nicht eine Zeitungsredaktion, muss da nicht bitten. Es führt aber natürlich dazu, dass auch viel dummes Zeug geäußert wird, das unkontrolliert ist. Das ist natürlich die Gefahr. Das heißt, wir müssen alle miteinander lernen, soziale Medien oder Medien überhaupt zu konsumieren und zu hinterfragen, kann das stimmen, ist das richtig? Und das ist eine Frage der Übung auch. Ja? Und ja, soziale Medien haben natürlich dazu geführt, dass sich jetzt jeder zu allem Möglichen äußert und viel Unsinn verbreitet. Das haben wir gerade in dieser Corona-Pandemie gesehen, dass da sehr viel Unsinn verbreitet wird. Falsche Dinge, Lügen und so weiter und so fort. Ja, das ist die Herausforderung, damit umzugehen. Es ist eben auch so, also merkwürdiges Gedankengut war schon immer da. Ja? Ich habe in den 90er Jahren, als ich Teenager war und meine ersten Artikel geschrieben habe, habe ich meine ersten Wutbriefe bekommen, damals noch anonym per Post, als es noch kein E-Mail gab. Stimmt, das konnte man damals schon. Das konnte man auch, nur damals musste man natürlich die Adresse raussuchen. Man musste in Deutschland 80 Pfennige oder 50 Pfennige ausgeben für eine Briefmarke und so weiter und so fort. Die Schwellen waren höher. Jetzt ist es ganz niederschwellig. Man kann sich hinsetzen abends, man kann einfach nur auf den Namen des Autors oder der Autorin klicken. Schon öffnet sich ein Fenster, bei den meisten Medien jedenfalls, und kann den Leuten schreiben oder findet das ganz leicht in den sozialen Medien heraus. Und dann kann man den direkt schreiben. Das heißt, die Schwellen sind niedriger und die Leute trauen sich das. Und es ist mehr geworden. Und Sie fragten ja, ob man das auch face-to-face, ob man das sozusagen von Angesicht zu Angesicht sagen würde. Auch das wird mehr. Ich glaube, die Hemmschwelle von Angesicht zu Angesicht ist höher. Also man sagt einem das nicht so direkt. Aber wir erleben ja diese Grenzverschiebungen weltweit. Wir haben mit Donald Trump jemanden im mächtigsten Amt der Welt gehabt. Wir haben das in Brasilien mit Bolsonaro, mit Duterte in den Philippinen, Modi in Indien, Erdogan in der Türkei. Und in Europa brauche ich gar nicht anzufangen. In Österreich, Deutschland, skandinavischen Länder, Orban, in Ungarn und Polen. Überall sitzen an mächtigen Positionen Menschen, man muss ehrlicherweise sagen Männer, die Dinge sagen, wo man vor ein paar Jahren noch gesagt hätte, das geht nicht. Also so äußern wir uns nicht. Das ist unzivilisiert, das gehört sich nicht. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern, wie Trump einen körperlich eingeschränkten Kollegen von der New York Times nachgeäfft hat im Wahlkampf 2000. Also ein Logo, ein absolutes... Ja. Also ich habe mich da so fremd geschämt. Ja. Man schämt sich fremd. Aber das Problem ist ja, wenn solche Leute sich so verhalten und so reden, dann denken natürlich Millionen von Menschen, dann darf ich das auch. Wenn der das tut, es wird salonfähig. Und deswegen wird auch das von Angesicht zu Angesicht miteinander reden immer unangenehmer. Ich meine, was man wirklich sehr oft hört, und Sie sprechen das ja in all Ihren Büchern an,
So dieses, das wird man ja noch sagen dürfen. Das ist ja meistens die Einleitung zu etwas Unsäglichem, teilweise. Oft. Ja, wenn man dann sagt, das wird man ja noch sagen dürfen, aber eigentlich sehe ich das so und so. Ja. Und Sie sagen, das gefällt mir wirklich gut, ja, sagen darf man alles, sagen Sie ruhig, aber dann muss man auch akzeptieren, dass das Gesagte Konsequenzen hat. Klar. Und das ist das, wo die genannten Politiker, die Sie gesagt haben, oder auch die Persönlichkeiten teilweise vielleicht das auch fehleinschätzen oder gezielt benutzen, weil genau das wird ja damit perpetuiert. Ja. Was darf man ja ruhig sagen. Und je mehr Leute finden, ist eh okay, wenn man sagt, dass bei uns, ich weiß nicht, der Ausländeranteil in Schulen generell viel zu hoch ist und die Kinder können dann nicht ordentlich Deutsch lernen und all diese Geschichten. Ja. Das kann man ja so oder so sagen und Sie geben ja da sogar Beispiele dazu. Ja. Und das finde ich so toll, dass Sie es wirklich nicht nur ankreiden, sondern dass Sie auch sagen, wie man es anders sagen könnte. Klar. Wie auch Politiker in ihrem Reden achtsamer sein müssten, dass man einfach Dinge so sagt, dass sie wirklich auch einkalkulieren, dass unsere Gesellschaft halt nicht nur aus hier geborenen Menschen besteht, das ist nirgendwo auf der Welt so, sondern dass die Diversität, die wir alle so strapazieren und so begeistert davon sind, die sollten wir jetzt gefälligst auch anfangen, ganz normal zu leben, oder? Und so wie Sie sagen, Sie sind in Deutschland geboren, ich meine, ich würde nie auf eine andere Idee kommen, offen gestanden. Ich bin selbst mit einem Deutschen verheiratet, der schon länger in Wien lebt, der schon ein bisschen eingeschliffener in der Sprache noch. Also ich würde nie auf eine andere Idee kommen und würde jetzt nie, wirklich nie auf die Idee kommen, mir zu denken, ja, wieso ist der da und darf der das und darf der das sagen und darf der über Wien das schreiben. Ja. Wien und ganz Europa hat immer davon profitiert, dass wir nicht so uniforme Gesellschaften waren. Das waren wir eigentlich nie. Ja. Also warum wir das jetzt als erstrebenswert halten, das ist mir ehrlich schleierhaft. Weil ich bin auch in einer Zeit groß geworden, da war das ganz toll, je internationaler man war. Ja. Und alles andere war verzopft, alt und ewig gestrig und davon wollten wir weg. Ja? Ja. Und jetzt, wo ich selber älter wäre, wird mir gesagt, na, das ist jetzt doch nicht so gut. Ja. Führt mich jetzt zum Thema, die Globalisierung hat natürlich wie alles, wie auch die Demokratisierung im Internet. Ich bin ja überhaupt nicht gegen die digitalen Medien, aber es macht natürlich viele Türen für alle auf. Aber auch die Globalisierung hat viele Vor- und auch viele Nachteile. Und jetzt kommt es mir ein bisschen so vor, wenn ich auch unseren politisch Verantwortlichen zuhöre, na jetzt tun wir uns wieder ein bisschen abschotten und jetzt wird wieder alles, wie ist da Ihr Eindruck auch als Journalist? Oder anders gefragt, das Ende wird es nicht sein, aber ändert sich was am Globalisierungskurs? Ja, ich glaube schon, dass der Fokus auf die Nachteile steigt. Jetzt zuletzt natürlich durch die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie, dass man plötzlich Schwierigkeiten hat bei Lieferketten. Ja, dass eine Waschmaschine, die man in Wien kaufen möchte, nicht lieferbar ist, weil irgendein Chip, obwohl diese Waschmaschine von mir aus in Polen oder sogar in Rumänien gebaut wird, aber da fehlt dann ein Chip, der aus Taiwan kommt oder aus China und dann dauert das halt einfach so. Dann merkt man plötzlich, ist toll mit der Globalisierung und jeder macht das, was er am besten, am günstigsten, am schnellsten machen kann, was am ökonomischsten ist. Aber wenn dann irgendwas passiert, wie eine Pandemie oder dass ein Schiff irgendwo im Kanal stecken bleibt und dann ist der Kanal gesperrt über Tage oder Wochen, das hat dann Konsequenzen für alle. Das lernt man, glaube ich, jetzt. Und dass man vielleicht sich wieder darauf rückbesinnt, dass man Dinge dann doch vielleicht an einem Ort macht. Weil das im Übrigen ja auch aus umwelttechnischen Gründen vielleicht besser wäre. Ja, es macht vielleicht nicht so viel Sinn, wenn man Teile oder wenn man irgendwie Krabben in der Nordsee fängt und die dann nach Marokko zum Polen schickt. Und dann wieder zurück, dass das auch vielleicht aus Umweltgründen gar nicht so klug ist. Insofern ist es ja gut, dass man darüber nachdenkt. Und auch, was Sie vorher sagten, dass man so homogen sein möchte. Natürlich bringt Globalisierung mit sich, dass viele Menschen kommen. Ja? Also Migrationsbewegung hat es immer gegeben. Das kann man ja alles auch vernünftig kritisieren. Ganz ehrlich, wenn ich sehe eine Schule, ich habe jetzt kürzlich in Duisburg in Deutschland eine Schule besucht, Migrationsanteil oder beziehungsweise Anteil derer, die nicht Deutsch zu Hause sprechen, an der ganzen Schule 90%. Das muss man sich mal vorstellen. 90%.
ganz ehrlich, das finde ich nicht gut. Das tut den Kindern nicht gut. Ich mache aber nicht den Kindern den Vorwurf, ich mache auch nicht den Eltern den Vorwurf, sondern das ist eine politische Fehlleistung. Wie kann man eine Schule so, oder beziehungsweise wie kann man schon, es geht ja noch viel weiter, wie kann man Wohnen so gestalten, dass Leute so ghettoisiert wohnen, ich mag das Wort Ghetto eigentlich gar nicht, dass 90% dort nicht Deutsch können und dann auf diese eine Schule gehen. Das muss durchmischter sein. In Österreich, und das kann man ja konstruktiv lösen. In Österreich gab es oder gibt es, glaube ich, diese Deutschklassen. Das ist von der Idee her nicht schlecht, dass die Leute Deutsch, die Kinder Deutsch lernen, um dann in den Schulraum zu kommen, in den gemischten Raum zu kommen, wo eben alle anderen auch sind. Da weiß ich nur nicht, ob die dann von vornherein schon separiert sind und gar nicht mehr es schaffen dann. Also auch das muss man hinterfragen. Aber dass man überhaupt über Lösungen nachdenkt und sagt, das ist nicht gut, finde ich in Ordnung. Darüber kann man ja reden. Absolut. Und ich glaube auch, dass wenn ich jetzt in Jordanien zum Beispiel, da war ich sehr viel, leben müsste, ja. Das wäre nicht möglich, ohne dass ich Arabisch spreche. Und wenn ich dort Kinder hätte, es wäre nicht möglich, ohne dass ich Arabisch spreche. Also ich finde, dass das sehr oft ganz schnell in so ein bisschen rechtes Eck abgleitet, die Debatte. Und das wollen wir nicht und das geht so nicht. Das finde ich das Destruktive, weil wenn man sich es nur mal für sich vorstellt, umgekehrt, jetzt nicht die klassische Urlaubsreise, aber wirklich, dass ich zum Beispiel dort arbeiten sollte, dann wird das sehr schnell zu was ganz Normalem, was eigentlich, wie Sie richtig sagen, einer sozialpolitischen Maßnahme bedarf und nicht einer Grundsatzdebatte, ob die Kinder überhaupt das Recht hier haben, zur Schule zu gehen. Weil die sind ja genauso gescheit wie unsere Kinder oder gescheiter. Und wir verlieren ja ein enormes Potenzial, wenn wir das nicht genauso fördern. Ich will nicht einmal sagen, wie unsere eigenen Kinder, sondern wie generell Kinder, die in Österreich leben. Genau. Das sind nicht unsere eigenen und das sind ihre Kinder. Genau. Das sind alles unsere Kinder, die uns anvertraut sind. Genau, darum geht es. Und die werden natürlich kommen, und da sind wir wieder bei den sozialen Medien. Früher haben Menschen zum Beispiel irgendwo im ländlichen Pakistan überhaupt keine Ahnung gehabt, wie es in Deutschland, wie es in Österreich, wie es sonst wo aussieht. Ja, die hatten keinen Fernseher. Jetzt haben sie es auf Knopfdruck auf ihrem Handy. Jeder hat ein Handy. Es gibt ja ganz viele Bereiche in der Welt, Regionen in der Welt, die das Zeitalter des Festnetztelefons übersprungen haben. Die hatten nie ein Festnetztelefon, weil sie sich das nicht leisten konnten, weil es dort keine Leitung gab. Und jetzt haben sie aber, weil es billig ist und leistbar ist und leicht zu bekommen ist, alle so ein Smartphone. Und ob sie nach Pakistan, ins ländliche Pakistan gehen, nach Bangladesch, nach Afghanistan, jeder hat ein Handy, und auch wenn das nicht immer funktioniert oder weil das Netz nicht immer da ist, aber die sehen, wie sieht es in Australien aus, die kennen Serien aus den USA, die wissen das alles. So, und dann weckt das natürlich auch Begehrlichkeiten und Wünsche, was völlig menschlich ist. Die sehen ja, wie sie leben, und die sehen, wie es Menschen woanders geht. Und dann denken die, vielleicht möchte ich da auch mal hin. Das ist ein neues, uralt Phänomen, denn ich habe in den 90er Jahren in Brasilien studiert. Ich bin ausgebildete Ethnologin. Und dort war das damals schon, dass die Fernsehserien in Wirklichkeit den Alltag von vielen Menschen, die arbeitslos waren oder wirklich am Rand der Gesellschaft gelebt haben, dominiert haben und auch beeinflusst haben, massiv. Das wurde also ganz klar auch darüber gesprochen in den intellektuelleren Kreisen, dass das quasi so das ist, was die breite Masse halt ruhig hält, unterhält und aber auch schon zeigt, was es anderes gibt. Ja. Und das war vor 35 Jahren. Ja. Also da muss man sich mal vorstellen, das sind keine neuen Phänomene, die wir heute auf den sozialen Medien sehen. Sie werden nur anders transportiert. Ja. Und dass die Ungleichheit in der Welt, auch wenn die absolute Armut zurückgeht, die absolute Armut, von der wir sprechen, aber man ist auch nicht wahnsinnig reich, wenn man 1,50 Dollar pro Tag zur Verfügung hat, statt 1,25, auch wenn das zurückgeht, steigt doch die Ungleichheit, und sie steigt auch in Europa. Und das ist eher ein neueres Phänomen, das sich so rasant steigt, und dem sollten wir doch als moderne, digitalisierte, diverse Gesellschaften alle gemeinsam entgegenwirken, oder nicht? Doch. Also nicht nur, dass diese Ungleichheit steigt, sie wird ja auch sichtbarer. Genau. Ja, vorher wusste man das gar nicht, und jetzt sieht man aber plötzlich, wie es anderen Leuten geht. Teilweise natürlich auch verzerrt. Also wenn ich mir diese Instagram-Welt anschaue, wo es jedem gut geht, jeder hat immer ein perfektes Frühstück und jeder hat immer die perfekte Urlaubsreise, der perfekte Kaffee, alles wird fotografiert und reingestellt. Das verzerrt es natürlich auch ein Stück weit, und
Dadurch wächst auch Neid, dadurch wächst, glaube ich, wachsen Begehrlichkeit. Ich will das auch. Dabei ist es ja in Wirklichkeit gar nicht so. Auch bei uns. Wo wir eh alles haben. Genau, wo wir eh alles haben. Da ist es ja nicht so perfekt. Leben ist grundsätzlich nicht perfekt. Das macht es aus. Das macht den Charme aus. Aber das wird natürlich so dargestellt in den sozialen Medien. Aber es wird eben, wie gesagt, diese Ungleichheit wird sichtbarer. Und da kommt dann zum Beispiel für mich, das finde ich ganz spannend, auch die Religion ins Spiel. Ich habe ja schiitische Wurzeln, islamische, bin protestantisch aufgewachsen in Norddeutschland, bin also getauft und konfirmiert und bin konfessionslos. Ich bin kein Atheist, ich glaube, aber ich würde mich keiner Konfession zuordnen, weil ich bin so ein typischer Rosinenpicker. Aus jeder Religion picke ich mir das Beste raus. Ist auch nicht verboten. Nein, und finde das so und möchte einfach ein guter Mensch sein. Das ist so mein Bestreben. Ob ich es dann schaffe, wird dann irgendwann jemand anders entscheiden. Im Zweifel der liebe Gott. Aber zum Beispiel Religion, also gerade der Islam hat ja so eine, also das wird ja oft kritisiert, auch an islamischen Gesellschaften, dass das so eine Liturgie weckt. Ja, also das ist alles Gottes Schicksal, du kannst eh nichts daran ändern und Hauptsache du betest und du bist fromm. Und auf der anderen Seite sehe ich dann aber, wenn ich gerade Pakistan, Afghanistan sehe, was für massive Ungerechtigkeiten es dort gibt. Ja, und wie schlimm es den Menschen geht und wie schlimm Mächtige mit den Leuten umgehen, wie egal denen ihr Schicksal ist, Hauptsache sie selbst sind reich und stopfen sich das Geld in die Taschen, dass dann Religion natürlich eine Funktion hat. Also da wäre Tumult und Gewalt ohne Ende, wenn es die Religion nicht gäbe. Das heißt, es ist ein Tranquilizer für die einfachen Leute. Ich habe das in Westafrika. Ich wollte es jetzt nicht sagen. Ja. Ich hab's Sie haben es gesagt, das? Ja, Wort, aber weil, es ist mir sofort in den Sinn gekommen. Damit hatte er recht, genau, ja, also hatte das ja. zu sagen. Und das ist schon so. Aber Ziel muss natürlich ja sein, nicht zu sagen, ja, mehr Religion, sondern Ziel muss sein, die Ungleichheiten. Aber Religion sollte ja eigentlich die spirituellen Bedürfnisse eines Individuums wo immer auf der Welt befriedigen und nicht dazu dienen, die herrschenden Verhältnisse auszuhalten. Genau. Und dazu wird es immer mehr. Ja. Und das ist der Punkt, den man kritisieren kann, weil ich möchte an der Stelle auch klar sagen, Care ist religiös unabhängig und auch politisch, auch wenn wir Regierungsgelder verarbeiten. Ja. Aber wir respektieren alle Religionen. Und ich selbst wurde römisch-katholisch erzogen und bin auch noch Mitglied, aber bin auch für einen Cherrypicker, wenn Sie so wollen. Das bin ich aber auch geworden aus dem Grund heraus, dass ich in sehr vielen anderen Gesellschaften zumindest temporär mich aufgehalten habe und gesehen habe, dass man nicht weit damit kommt, wenn man nur am eigenen immer ständig festhält. Ja. Und so wie Sie sagen, Sie würden sagen, das ist Ihr Zuhause. Natürlich kann ich so ein Beispiel jetzt nicht bringen, aber auf der anderen Seite, irgendwo treffen wir uns dann alle als Menschen. Und da ist es dann vollkommen wurscht, ob ich Moslem oder was immer bin. Ja. Wenn man auf dieser menschlichen Ebene zusammenkommt, sollte das eigentlich gar keine Rolle mehr spielen. Dann ist das, ich sage dazu, Kultur ist wichtig, aber es ist letztendlich auch Beiwerk, das den Rahmen definiert. Ja. Und interessant wird es, wenn man das weglassen kann. Ja. Aber wird Ihnen bzw. Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Welt, wird Ihnen dann eigentlich auch vorgeworfen, das sei eigentlich ein westliches Konstrukt und Sie sind eigentlich, wollen Sie in Wahrheit nur missionieren und so weiter? Also da haben Sie doch sicherlich auch solche Hürden, ja? Also absolut. Es ist eine Debatte, die in diesem ganzen Sektor der Entwicklungszusammenarbeit stattfindet. Das Missionieren wird jetzt Care überhaupt nicht vorgeworfen, weil wir sind wirklich entstanden vor genau 75 Jahren im November aus der Initiative von zwei Geschäftsleuten in New York, die Buckeln, das berühmte Care-Paket, an Familien, zuerst an Soldaten in Europa, aber dann wirklich an Familie, Freunde, hatten ja sehr viele Verbindungen, familiäre geschickt haben und das war die Geburtsstunde von Care. Das heißt, die ganze Missionierungsfrage spielt bei Care wirklich keine Rolle und wir tun das auch nicht. Wie gesagt, also wenn wir in einer Einrichtung zum Beispiel, wenn da gekocht wird, da wird für alle Religionen gekocht. Jeder kann glauben, was er möchte. Es darf aber auch nicht so in den Vordergrund gestellt werden, dass daraus dann Konflikte entstehen. Natürlich gibt es die immer wieder, aber das Care arbeitet ganz stark daran, dass das in den Hintergrund tritt, diese persönliche Seite. Sie wissen doch vielleicht, dass wir einen großen Schwerpunkt haben auf Mädchen und Frauen. Ja. Ja. Und von dem her gibt es natürlich Regeln, die weltweit für alle Cares gelten. Und es gibt in über 90 Ländern, viele davon islamische Länder. Und eine dieser Regeln ist zum Beispiel, dass man nur eine Ehefrau haben soll. Ja. Naja, es gibt aber jetzt Länder wie Mali, da ist das nicht verboten.
Das sind natürlich dann Diskussionen, die mit den Mitarbeitern vor Ort, und das sind alles lokale Mitarbeiter, zu führen sind. Und da kann das natürlich schon aufkommen. Das ist ja eigentlich ein westliches Konzept. So wie man auch schon zu meiner Studienzeit gehört hat. Ich kann mich noch erinnern, damals beim Professor Ermakora, die Menschenrechte sind an sich was Universelles, schreiben sie auch mehrfach, hat mir auch wirklich gefallen. Weil da gibt es ja bis heute Leute, die sagen, das ist aber nicht unser Konzept. Wir waren da nicht genug einbezogen und deshalb gilt das jetzt im islamischen Raum zum Beispiel nicht. Wir machen unsere eigenen Menschenrechte. Und das waren alles Aha-Momente, die ich bei Ihnen gelesen habe, wo ich mir gedacht habe, ja, das ist wirklich spannend. Ich möchte ihn nicht nur kennenlernen, ich möchte wirklich seine Meinung dazu hören, weil das ist etwas, wo Sie sagen, das ist nicht diskutierbar. Ja, absolut. Aber natürlich, klar. Wissen Sie, ich gerade in Afghanistan jetzt, mit dem Land hatte ich ja nun sehr viel zu tun, auch in den vergangenen Monaten, aufgrund der Entwicklung. Da kommt dann immer, ja, ihr mit eurem westlichen Konzept. Die Frau, die jetzt nicht an die Öffentlichkeit darf und die da versteckt wird und die, wenn überhaupt, dann nur in der Burka und in Begleitung eines Mannes rausgehen darf, die würde ich sehr gerne mal sprechen unter vier Augen. Und das ist für mich als Mann schon mal schwierig, aber dann sollte es ja eine Frau tun. Wenn die mal wirklich sagen dürfte, was sie empfindet und was sie von diesem Konzept hält, dann wird sie vielleicht sagen, naja, eigentlich würde ich mir doch schon was anderes wünschen. Und spätestens das Paar, das gesteinigt wird, weil sie eine außereheliche Beziehung hatten, die werden sehr wohl sagen, ich möchte gerne bitte leben und ich möchte ein anderes Konzept von Menschenrechten. Also insofern, für mich gibt es Menschenrechte, es ist mir ganz egal, wo die entstanden sind und wo die Geburtsstunde und der Geburtsort war. Es gibt bestimmte, das Recht auf Leben ist eins, das universell ist. Ist nicht diskutabel. Nein. Sie sprechen Afghanistan an. CARE arbeitet seit 1975 in Afghanistan. Wir sind dort eine der größten Organisationen. Ja. Wir haben fast 500 Mitarbeiter. Und jetzt mit diesem Umsturz praktisch, ich meine, es hat ja vorher schon Regionen gegeben, wo Taliban regiert haben. Da haben wir teilweise auch gearbeitet schon. Und jetzt mit diesem Umsturz hat es auf einmal geheißen, die weiblichen Mitarbeiter brauchen wir eigentlich nicht mehr oder sollen zu Hause bleiben am besten, weil sie sind nicht mehr sicher. Und wir haben vorher gesprochen, dass CARE nicht nur für Mädchen und Frauen arbeitet, aber auch. Ja. Und das ist ja schon was Besonderes auch in der ganzen Szene. Und da braucht man natürlich, wie Sie selber sagen, Sie haben als Mann da nicht den Wahnsinnszugang teilweise in diesen Ländern zu dieser Atmosphäre. Ja. Das sehe ich auch, dass ich da auch als Ausländerin mir viel leichter tue. Und jetzt wird uns gesagt, naja, wir können die Sicherheit nicht garantieren, der weiblichen Mitarbeiter. Und wie endet das? Halt viele dann zu Hause vorerst mal arbeiten und nicht mehr ihrer sozialarbeiterischen Tätigkeit, die ja unheimlich wichtig ist, nachgehen können. Und das ist eines der Probleme, mit denen CARE sehr wohl kämpft, weil wir mit regionalen, lokalem Staff arbeiten. Ich wollte jetzt auch nicht, dass jemand aus Burundi kommt und mir erklärt, wie ich meine Kinder erziehen soll hier in Österreich. Wenn man sich das vorstellt, versteht man ganz schnell, warum man mit lokalen Mitarbeiterinnen am besten fährt. Sie verstehen, die können die Kultur lesen. Ja. So. Und jetzt ist natürlich das Problem, wir leisten massive Nothilfe, gerade in Afghanistan, weil die Dürre kommt ja noch dazu. Ja. Covid ist ein wahnsinniges Problem zu dem Ganzen, was da jetzt politisch stattfindet, und sehen aber, dass unsere Kolleginnen und Mitarbeiterinnen ins Abseits gedrängt werden. Ja. Und es wird zwar großmütig verkündet, wir dürfen weiter in Afghanistan arbeiten, weil auch diese neue, ich will es nicht einmal Regierung nennen, Machthaber müssen ja das Land irgendwie am Laufen halten, aber ihre Spielregeln, wie finden Sie das, wenn dann westliche Politiker sagen, naja, man muss sich das erst anschauen, ob sie wirklich so schlimm sind, ob sie das halten, wie wäre da Ihr, Sie sind Journalist, wie ist da Ihr Blick drauf, was denken Sie sich, wenn Sie das hören? Ich tue mich da sehr schwer mit, ich ertrage das auch sehr schwer, ich muss dazu sagen, ich habe ja viele Jahre in der Region gelebt und gearbeitet. Also ich habe in Pakistan gelebt, aber habe eben auch von Afghanistan aus berichtet. Die Taliban sind ein Problem, nicht nur in Afghanistan, sondern auch in Pakistan, haben da ihr Rückzugsgebiet. Und die Ausbildungsstätte. Und die Ausbildungsstätten entlang in den Stammesgebieten in Pakistan. Und ich habe das jetzt in den vergangenen Monaten, als dann die Taliban, wo klar war, dass sie die Macht wieder übernehmen, mal durchgeschaut. Ich habe in meinem Telefonbuch, in meinem digitalen Telefonbuch, in meinem Smartphone 37 Namen von Menschen, die ermordet worden sind von Taliban. 37 Kolleginnen und Kollegen, Freunde, die ich persönlich kenne
Und ich bringe es nicht übers Herz, das zu löschen. Das ist unfassbar, so, dass Sie so viele alleine haben. Ja, aber das ist sogar noch wenig. Ich kenne ja andere Leute, die noch viel mehr. Es sind so viele Menschen gestorben, ermordet worden durch die Hand der Taliban. Das heißt, und das nehme ich Ihnen sehr persönlich übel. Das kann ich denen auch nicht verzeihen. Und deswegen sind das für mich, ist das eine Terrorbande, mit der, da möchte ich nicht, weil sie jetzt militärisch gewonnen haben, sagen, ja, in Ordnung, jetzt akzeptieren wir euch. Sondern für mich bleiben das Terroristen. Und ich verstehe schon, und da muss ich dann natürlich einen Schritt zurücktreten und als Journalist versuchen, möglichst objektiv mit klarem Blick drauf zu schauen. Natürlich, wenn Sie als CARE oder als welche Entwicklungshilfeorganisation auch immer dort weiter tätig sein wollen, brauchen Sie ja bestimmte Genehmigungen, genau, und so weiter. Sie müssen reinkommen können ins Land. Sie können nichts machen, nur weil Sie eine Hilfsorganisation, genau, sind. Das hat sich komplett geändert, ja, und das ist auch richtig so. Ja, das funktioniert nur, wenn Sie die Zustimmung, ja, der Regierenden haben. Das heißt, so tragisch es ist, sie brauchen die Zustimmung der Taliban. Also muss man auf irgendeiner Ebene doch mit denen, ja, reden. Mir fällt das sehr schwer, ich könnte das nicht, ich wollte das nicht. Aber gut, dafür haben wir Diplomaten, dafür haben wir Politikerinnen und Politiker, die sollen das dann bitte tun. Aber ich tue mich schwer dann, wenn man sagt, auf Augenhöhe und so weiter und so fort. Und ja, ich weiß nicht, wie man damit umgeht. Es wird jetzt einen Botschafter geben in Wien aus Afghanistan. Es wird einen Botschafter in Berlin geben. Das werden Leute sein von den Taliban. Mhm. Und damit tue ich mich schwer. Ich werde da nicht zum Empfang gehen und denen die Hand schütteln. Das mache ich nicht. Aber es wird Leute geben müssen, die das tun, damit man weiter ins Land reisen kann, den Menschen helfen kann und so weiter. Damit es auch humanitäre Korridore, ja, noch gibt. Und das ist ja Afghanistan bei weitem nicht das einzige Land auf der Welt, ja, wo das benötigt wird. Wir denken an Gaza, an, ja, Gazastreifen, an Palästina, wo es auch Debatten gibt, dass gewisse Machthaber einfach nicht als Gesprächspartner, ja, dienlich sind. Denken wir an Syrien, ja, was da, ja, sich abspielt. Und denken wir aber auch daran, dass die humanitäre Hilfe, die ja wirklich ein Teil auch unserer Menschenrechte ist, keinerlei Unterschied macht, auf welcher Seite sie stehen, welcher Religion sie angehören, welcher Ideologie sie anhängen, sondern jeder Mensch, der Hilfe unmittelbar bedarf, dem wird das humanitäre Prinzip zugutekommen. Ja. Ja. Und wenn man das dann vor Augen hat, und das bringt uns in ein irres Spannungsfeld, weil Care Österreich ist in Österreich der größte Partner der Europäischen Union. Und auch da haben sie die Debatten, ja, aber die Hilfe darf nur dem und dem zugutekommen. Das ist einfach im Alltag, in diesen Katastrophensettings gar nicht möglich. Und wenn man so sagt, nur die Hilfe vor Ort, leisten wir die Hilfe vor Ort. Wir sind da absolut dafür. Wir sind diejenigen, die die Hilfe vor Ort auch gemeinsam mit Österreich leisten. Aber das birgt Herausforderungen und Schwierigkeiten mit sich, die man sich ja im Allgemeinen gar nicht vorstellen kann. Also das klingt alles sehr einfach. Delegieren wir alles an die Hilfe vor Ort. Und dann wird das schon erledigt werden. Aber da ist man genau mit diesen Themen konfrontiert, die wir jetzt die letzten Minuten gesprochen haben. Und es wäre völlig falsch zu sagen, nein, damit haben wir überhaupt nichts zu tun. Mhm. Und das sogenannte westliche Konzept wird auch sehr oft, zumindest jetzt meine Erfahrung, und ich habe immer nur in NGOs gearbeitet, wirklich so als Killer-Argument benutzt. Das wird ganz gezielt gemacht, so wie wir das halt auch mit verschiedenen Dingen machen. Wird dann gesagt, naja, das ist euer westliches Konzept. In Wirklichkeit brauchen wir alle neue Konzepte, gerade auch der sogenannte Westen, die EU, Europa, Nordamerika. Und ich glaube, wir täten gut daran, wenn wir die besten Köpfe weltweit zu Wort kommen ließen, mhm, und wirklich neue Approaches für alles machen. Mhm. Weil wir haben Klima, das Riesenthema. Die globale Pandemie hat alles aus den Fugen gebracht. Unser Wirtschaftssystem bringt uns an den Rand des Möglichen. Mhm. Und es ist hoch an der Zeit, dass wir Nationalismen über Bord werfen. Ist vielleicht ein naiver Ansatz, aber ich glaube das wirklich. Und neue Konzepte entwickeln. Und ich halte es für gar kein neues Konzept. Und da möchte ich jetzt Sie dazu fragen, was in der Europäischen Union gemacht wird, so diese Abschottung. Und wir müssen die Grenzen noch mehr verstärken. Und was sich abspielt, teilweise an den deutschen, auch an den österreichischen Grenzen. Ja. Das erinnert mich so an das, wie ich in der Schule war noch, habe ich immer gesagt, wir haben irrsinnig viel über die Weltkriege, die österreichische Geschichte gelernt, und ich war immer ganz fassungslos und bin zu meinen Großeltern und gesagt, wie habt ihr das verantworten können? Wie, ja, habt ihr da zuschauen können? Ja. Und ich habe das überhaupt nicht verstehen können. Und ich denke mir, wo wir jetzt zuschauen, werden uns möglicherweise unsere Kinder, obwohl ich das in keiner Weise vergleichen will, ja, von der Dimension, ja, das ist, möchte ich ganz klar sein, aber da werden uns möglicherweise unsere Kinder auch fragen, wie habt ihr da zuschauen können, dass die Leute im Mittelmeer
einfach ertrunken sind oder da im Wald leben an der polnischen Grenze. Ich meine, das ist ja unsäglich, was wir da sehen. Klar. Ja, das ist schon aus meiner Sicht ein grandioses Scheitern von Europa. Das ist leider so. Es beginnt ja schon dabei, dass man sich nicht einig werden kann, wie verteilen wir gerecht auf alle Länder. Ja, dass das eine Land sagt, wir nehmen aber niemanden auf und Ungarn sagt auch, wir nehmen niemanden auf, um ein Beispiel zu nennen, oder Polen. Aber auch andere Länder, die teilweise ihrer Verantwortung gar nicht gerecht werden. Andere Länder sehr viele Leute aufnehmen, vielleicht gar nicht in absoluten Zahlen, aber relativ gemessen an der Bevölkerungsgröße. Auch Österreich. Auch Österreich, ja, hat ja schon doch relativ viele aufgenommen. Ich finde, wir kommunizieren viel schlechter drüber, als wir in Wirklichkeit. Ja, wir kommunizieren immer das Schlechte, aber das Gute nicht. Das sollte man auch tun, finde ich. Ja. Und zu zeigen, wo auch dieses, wo das alles funktioniert. Im Übrigen, ohne mich politisch positionieren zu wollen, der Satz, wir schaffen das von Frau Merkel, den fand ich grandios. Natürlich schaffen wir das. Und wir haben es doch auch geschafft. Ich meine, wie viele Leute leben mittlerweile in Deutschland, in Österreich, überall in Europa und sind integriert, sprechen die Sprache. Ich treffe immer wieder Menschen aus Syrien, Afghanistan, die sprechen super Deutsch hier in Wien. Und dann sage ich, ah, ihr seid schon so seit 20 Jahren hier oder so. Wir sind seit 2015 da. Wir sind seit 2015, 2016. Und ihr sprecht so. Da habt ihr aber schon irgendwie in Kabul am Goethe-Institut Deutsch gelernt. Ja? Nein, nein, das haben wir hier gelernt. Ich bin erstaunt, also wie talentiert viele Leute sind. Es gibt natürlich auch andere, klar, das will ich gar nicht verschweigen. Es ist keine Einbahnstraße. Nein, es gibt Leute, die können, wollen und die es können. Und dann gibt es halt die vielleicht nicht aber so es sind gerne gar nicht, wollen. Aber es sind aber gar nicht wenige, die es können. Ja. Und also insofern, wir müssen das viel mehr fördern. Und ich glaube, wir müssen einfach Konzepte erarbeiten. Wie regeln wir das? Dass Leute kommen, wen wollen wir haben? Es geht ja tatsächlich, das ist ja immer der Vorwurf, es geht ja gar nicht mehr um Flucht, sondern es wären auch Wirtschaftsflüchtlinge, so, die wollen, das ist Migration. Ja, dann lasst uns doch ein vernünftiges Konzept erarbeiten. Wie steuern wir Migration? Wie gestalten wir Migration? Ich kann jetzt vor allen Dingen für Deutschland sprechen, weil ich überwiegend für deutsche Medien berichte. Wir haben immer noch im Jahr 2021 kein Einwanderungsgesetz. Nein, haben wir nicht. Und dann reden wir immer von Fachkräftemangel und dies und das, aber wir haben null Idee, wie gestalten wir Zuwanderung, obwohl wir das bräuchten, obwohl wir es machen müssten. Und dann könnte man ja gestalten und sagen, da ja, da nicht, aber dann würde man wenigstens ein bisschen dieser ganzen Bewegung gerecht werden. Tun wir aber nicht, weil tief drin versteckt irgendwo noch dieser Vorbehalt, eigentlich wollen wir gar keine Zuwanderung. Eigentlich wollen wir es wieder haben wie damals, wo eigentlich gar keiner da war und so ein bisschen aus Gnade, jetzt 60 Jahre, haben wir so ein Gast Gastarbeiter. Die haben wir ja geholt. Okay. Ja, das haben wir dann gemacht. Das wird, allein dieses Wort Gastarbeiter, seit wann lässt man Gäste arbeiten? Ja. Also, das sind Deutsche, das sind Österreicher, die leben jetzt hier. Ich meine, mittlerweile vierte Generation oder fünfte. Aber ja, das ist schwierig. Ich glaube, da fehlt immer noch der Wille, zu sagen, beziehungsweise erstmal anzuerkennen, wir haben Migration, wir haben Zuwanderung und die müssen wir aber gestalten. Und ich finde, man sollte auch sauber bleiben bei der Unterscheidung, wenn jemand wirklich Asyl sucht aus Kriegsgrund oder Verfolgung, das wird ja alles gerne in einen Topf geworfen, dann ist es schon nochmal etwas anderes als jemand, der aus wirtschaftlichen Gründen kommt. Gleichzeitig sollten wir uns aber auch vor Augen halten, dass die ganzen europäischen Auswanderungswellen, egal ob nach Brasilien, Nordamerika, Australien, die waren aus rein wirtschaftlichen Gründen. Die Süditaliener, die heute in Sao Paulo leben, waren nicht verfolgt, sondern die konnten einfach nicht sich ernähren und haben es dort wirklich zu was gebracht und vor Bolsonaro und Konsorten ein gutes Beispiel für globalisierte Gesellschaft aufgebaut. Ja. Also wenn wir so sagen, das sind Wirtschaftsflüchtlinge, unsere Ahnen waren meistens Wirtschaftsflüchtlinge, sofern sie nicht diesem schrecklichen Holocaust zum Opfer gefallen sind. Ja. Aber sehr, sehr viele Europäer oder Irländer haben Europa aus wirtschaftlichen Gründen verlassen. Auch Deutsche. Ja. Die sind ja so heute weltweit die nach ganz Amerika viele. Gegangen sind. Und da ist die Konnotation interessanterweise jetzt nicht so eine negative. Ja. Also was ist mit uns passiert intellektuell, dass wir so geworden sind, wie wir heute sind? Und ich finde, dass wir schaffen das. Ja. Und Sie haben vorher gesagt, musste ich auch schmunzeln, ich möchte ein guter Mensch sein. Na bitte überlegen wir, Sie wissen das selber viel besser als ich. Sie haben ja auch diskutiert mit manchen Vertretern der Gutmensch, die das eigentlich zu einem Unwort seit 2015 gemacht. Also was ist mit uns passiert, dass wir wirklich so eigenartig geworden sind auf dem Gebiet? Was ist schlecht dran, ein guter Mensch sein zu wollen? Ja, und vor allem, was ist das Gegenteil? Schlecht Mensch? Ja, will ich ein schlechter Mensch sein? Ich auch nicht. Vielen Dank. Ja, nein. Also ich glaube, die sogenannte Festung Europa, das ist kein guter Zugang. Und die europäischen Werte sollten wir schützen
und nicht selber dauernd verletzen, oder? Ja, wir sollten sie schützen, wir sollten schauen, noch einmal, wie gestalten wir das? Ich kann ja verstehen, dass man es gestalten muss. Ich meine, ich höre dann so Sätze wie, wir können nicht die ganze Welt aufnehmen. Es kommt ja bitte schön, es ist eh klar, es kommt auch nicht die ganze Welt. Ja. So, das muss man eben auch sagen, also man sollte es auch bitte nicht übertreiben. Aber ja, ich sehe zum Beispiel gerade aktuell in Afghanistan, ich habe nach wie vor sehr viel Kontakt zu den Menschen, zu meinen früheren Kontakten und zu deren Umfeld. Und ja, es gibt auch Leute aus dem talibanösen Umfeld, die sich jetzt auf den Weg machen, ja, und auch hier ankommen. Da kann ich verstehen, dass man sagt, okay, wollen wir die wirklich aufnehmen und so weiter. Auf der einen Seite haben Sie völlig recht, das humanitäre Konzept gilt uneingeschränkt. Da muss man auch, ja, wenn genauso sind wir humanitär oder nicht? Ja, das eben. Müssen wir uns überlegen, genau, auch als EU. Ist das eine. Ja. Also insofern natürlich, wenn jemand sagt, er ist verfolgt und er ist verfolgt, dann, auch wenn er vorher bei den Taliban war, muss man denen dann helfen, wohl oder übel. Aber ja, ich verstehe schon, dass man dann sagt, da muss man sehr genau drauf schauen. Wie fügt er sich hier ein? Wie benimmt er sich? Und so weiter. Ist das irgendwie in Gefahr oder nicht? Also das verstehe ich. Ich finde, natürlich darf man darüber und muss man darüber reden. Ich bin weit davon entfernt zu sagen, es ist alles gut, macht die Tore auf und alle rein und fertig. Darum geht es gar nicht. Aber worum es geht, ist, dass man doch versucht, das konstruktiv zu lösen, anstatt zu sagen, einfach nur Grenzen dicht und niemand darf mehr rein. Also nicht von einem Extrem ins andere, sondern wirklich Maßnahmen entwickeln, die nachvollziehbar sind und die man auch gemeinsam beschließt als Gesellschaft und dass man sich auch auskennt. Genau. Und nicht, dass es dann immer so abgleitet in diese Verallgemeinerungen und Generalisierungen, die ja letztendlich niemand helfen. Afghanistan hat ja sehr stark die Medien dominiert, vor allem wie der Abzug dann wirklich vollzogen wurde, auch der deutschen Truppen. Und jetzt kommt mir vor, ist es irgendwie eher nicht mehr das wahnsinnig relevante Thema. Ja. Wie sehen Sie das? Das ist leider das typische Vorgehen von Medien, das sage ich sehr selbstkritisch als Journalist, aber so sind Menschen auch eben. Ja? Menschen sind so, ich glaube, man interessiert sich für irgendeine Sache und wenn es der Ehekrach der Nachbarn ist und dann ist irgendwann vorbei, dann ist das so. Und das ist leider in der heutigen schnelllebigen Zeit, wo es eben auch sehr viele schnelle Medien gibt, die Online-Medien und so weiter, ist das so, dann wird ein Thema eine Zeit lang hochgehalten und ist das Thema und dann ist das immer noch vergessen. Und das Schlimme ist aber, das ist ja nicht irgendwie so, dass es einen überrascht, sondern das wussten wir von vornherein. Das wird jetzt eine Zeit lang Thema sein, und dann ist es vergessen. Das kann man sogar fast schon ein bisschen vorhersagen. Ja, ja, das kann man definitiv vorhersagen. Das wird so sein. Und es war ja da, als das in Afghanistan passierte, die Taliban marschieren jetzt ein in Kabul, übernehmen in der Hauptstadt die Macht. Selbst da war ja schon klar, es schaut niemand jenseits von Kabul. Vielleicht noch ein bisschen nach Kunduz, die deutschen Medien zumindest, und Masai Sharif, weil dort die Bundeswehr war. Aber so auch ins ländliche Afghanistan schaut kein Mensch. Da schon nicht. Und jetzt schaut auch kaum jemand mehr nach Kabul, weil das ist einfach vorbei. Und da sehe ich dann uns Medienschaffenden in der Pflicht zu sagen, naja, wir müssen das schon immer mal wieder hochhalten. Wir müssen zeigen, was da gerade passiert. Und diese ganzen Versprechungen, die Taliban gemacht haben, wir werden Menschenrechte achten, wir werden Frauenrechte achten und es wird keine Nachteile geben für Frauen und so weiter und so fort, die werden null eingehalten. Das ist ja schon in den medialen Berichten durchgekommen. Ist schon ein bisschen durchgekommen, mit dem, was sie gesagt haben, hat man es schon gesehen. Ja. Dass sie es nicht durchhalten werden und auch gar nicht ihre Absicht möglicherweise. Warum soll, das frage ich mich natürlich dann auch, wie kommt man auf die Idee zu glauben, die wären jetzt alle besser nach 20 Jahren? Die haben militärisch gewonnen, das muss man so klar sagen. Sie haben militärisch gewonnen. Das ist ein enormer Triumph für so eine Gruppe weltweit, das muss warum? Man auch sagen. Genau, und leider eben auch Motivation für viele andere Extremisten zu sagen, es geht. Wir können den Westen und wir können eine NATO und wir können die USA besiegen. Also man merkt das am Islamischen Staat, man merkt das an den Untergruppen der Taliban, auch in Pakistan, die jetzt auch plötzlich ganz neue Forderungen stellen und so weiter. Die haben also in Afghanistan gewonnen, um das ganz deutlich zu sagen. Warum sollen die in irgendeiner Weise jetzt unseren Vorstellungen entgegenkommen? Warum sollten sie das tun? Sie sagen das zwar, einfach um Geld zu bekommen, um so, aber da ist ja gar keine Notwendigkeit letztlich. Ich habe es auch wirklich, es hat mich sehr betroffen gemacht, dass hochrangige deutsche Politiker dann gesagt haben, wir möchten, und auch na, Österreicher nicht, weil wir waren ja nicht vor Ort, aber wir müssen anerkennen, dass wir unsere Vorstellungen nicht in ein Land wie Afghanistan bringen können, nach 20 Jahren. Ich habe nur gedacht, hat das wirklich jemand geglaubt? Und anders gefragt, haben Sie schon mal davon gehört, dass man demokratische Ansätze mit der Waffe in der Hand irgendwo durchgesetzt hat? Nein. Also ist das ein guter Zugang generell?
Na, es ist kein guter Zugang, aber das ist ja auch irgendwie ein Irrglaube. Es ging ja nie darum, unser Konzept von Demokratie eins zu eins zu transportieren. Darum ging es überhaupt gar nicht. Das ist ja sowieso total irrsinnig, ja. Die Annahme. Und es war ja immer klar, und ich habe ja die Bundeswehr auch oft begleitet, genauso wie ich die Taliban im Übrigen auch begleitet habe. Natürlich hatte ich als Journalist Kontakt mit denen. Niemand hat das Stammessystem, das Konzept der Stammesältesten in Frage gestellt, der Jirgas, die sich zusammensetzen, wie dort Entscheidungen getroffen werden. Das ist ja nicht demokratisch, sondern es findet eben auf Basis von Hierarchien statt und von Stammesältesten und alteingesessenen Traditionen und so weiter. Eigene komplexe Systeme. Ja, das ging auch nicht darum, das in Frage zu stellen. Es ging halt nur darum, bestimmte Dinge, die nicht vereinbar sind mit global geltenden Wertmaßstäben und Menschenrechten, dass das beendet wird. Und so das Konzept, dass man sich rächt dafür, dass die Taliban Al-Qaida beherbergt haben, die letztlich für 9/11 zuständig waren, das alles hat ja den Krieg überhaupt ausgelöst. Das ist nicht aufgegangen. Ich glaube, das war nicht klug. Das war ein Eigentum, das hat nicht funktioniert. Vielleicht hätte es funktioniert, wenn man sich 2003, zwei Jahre später also, nicht hätte ablenken lassen von einem zweiten Konflikt im Irak, der dann nun auch, das Feld wurde ja dann auch aufgemacht, das war nun komplett sinnlos. Vielleicht hätte es in Afghanistan, also die Motivation, in Afghanistan einzumarschieren und die Taliban von der Macht zu vertreiben, die konnte ich verstehen und die kann ich auch bis heute nachvollziehen nach 9/11. Ob das klug war, ist eine andere Frage. Ja, gut, das ist dann immer die historische Betrachtung, ist dann immer einfacher. Ja, ein hochspannendes Gespräch mit Herrn Kasim. Wir arbeiten beide in internationalen Sphären. Wir sind beide gewöhnt, auch in unserer Arbeit mit vielen verschiedenen Menschen weltweit zu denken, neue Konzepte zu entwerfen, Ideen auf den Weg zu bringen. Und ich würde mich freuen, wenn wirklich sehr viele Menschen nicht nur die Arbeit von CARE unterstützen, sondern auch in die Bücher von Herrn Kasim schauen. Da kann man nämlich wirklich praktische Handlungsanleitungen für den Alltag sich holen. Und was unheimlich gut tut in Zeiten wie diesen, man kann auch dazwischen mal herzlich auch über sich selbst lachen. Und vielen Dank Ihnen dafür und vielen Dank, dass Sie heute unser Gast waren. Ich habe zu danken. Vielen Dank.